Die blauen Punkte, die ich jetzt gerade male, das sind die Wunschpunkte im Sams-Gesicht. Wenn ich oft erzähle, wie der Sams zu Wunschpunkten gekommen ist, dann hält man das für eine gut erfundene Geschichte. Aber es war tatsächlich so. Ich pflege immer, wenn ich eine Figur entwickle, die so wie jetzt hier auch zu malen. Und ich hatte die roten Haare gemalt, das Gesicht, den blauen Taucheranzug. In dem Moment klingelte das Telefon, ein Buchhändler war dran und sagte, ob ich nicht zu einer Lesung kommen könne. Ich sagte ihm, ich kann nicht kommen, ich schreibe gerade ein neues Buch und bin mitten im Manuskript. Aber können Sie vielleicht doch, wir haben ein Jubiläum. Und es dauerte ungefähr 5 Minuten, bis ich ihn endlich dazu gebracht habe, einzusehen, dass ich nicht kommen kann. Jetzt setzte ich mich an den Tisch zurück und hatte leider, weil das Telefon geklingelt hat und ich schnell aufgesprungen bin, vergessen, dass noch blau vom Taucheranzug im Pinsel war. Ich habe dann einfach eingetaucht in das Wasserglas und wollte eigentlich dem Sams, damit es ein bisschen frecher aussieht, zu aller Pippi Langstrumpf, Sommersprossen machen. Deswegen ging ich also in helles Ocker und fing an und machte ihm da so diese Sommersprossen. Und die ersten waren noch ocker und dann setzte sich das Blau durch und die nächsten, die wurden dann grün und dann wurden sie ganz blau. Und ich hatte schon so mein Papiertaschentuch in der Hand. Wenn man nämlich einen Fehler gemacht hat, drückt man das drauf und dann saugt es das wieder weg. Und dann dachte ich, wieso mache ich die blauen weg? Ich erfinde ja das Sams, ich kann ja alles von diesem Sams behaupten. Oh ja, ist doch toll. Ich behaupte, der Sams hat blaue Sommersprossen. Und damit habe ich die ockerfarbenen weggemacht und blaue hingemacht. Und dann schlief ich eine Nacht darüber und am nächsten Morgen wusste ich, diese blauen Sommersprossen müssen eine bestimmte Bedeutung haben. Und dann kam ich drauf, das sind Wunschpunkte. Immer wenn sein Besitzer, sein Freund, sein Papa, Herr Taschenbier, einen Wunsch ausspricht, verschwindet einer von diesen blauen Punkten und dieser Wunsch geht in Erfüllung. Und wenn nicht zu einer bestimmten Sekunde ein Buchhändler angerufen hätte, hätte der Sams vielleicht auch Wünsche erfüllt, aber nicht unbedingt mit Wunschpunkten.